Es sind vor allem die Schüler, die am Montagmorgen in großen Zahlen über die Lehner Brücke gehen. Der Verkehr auf einer der Hauptverbindungen durch die Stadt Salzburg hält sich an diesem Tag einigermaßen in Grenzen. Ein ähnliches Bild zeigt sich zwei Querstraßen weiter vor dem Nellböck-Viadukt. Dass die Bahnunterführung seit heute für 2 Jahre gesperrt ist, darauf scheinen sich die meisten Autofahrer vorbereitet zu haben. Das erwartete Chaos im Berufsverkehr bleibt aus. Es ist so, dass eben entsprechend vorher Medieninformationen waren, dass das Nellböck-Viadukt gesperrt ist und auch viele Verkehrsteilnehmer wahrscheinlich auch unsere Ratschläge ernst genommen haben, hier großräumig auszuweichen, und das dürfte heute passiert sein. Es ist im Moment sehr, sehr gut. Es funktioniert alles bestens. Es gibt ein paar Dinge, die nachgebessert werden müssen, aber im Großen und Ganzen haut die Regelung hin. Bitte auch in Zukunft dieses Verhalten wie heute beibehalten. Ausweichrouten und Umstieg auf den öffentlichen Verkehr. Daran scheinen sich die Salzburger heute zu halten. Die Verantwortlichen wollen deswegen aber keineswegs entwarnen. Es soll jetzt nicht heißen, es ist alles wunderbar, fahrt wieder die alten Routen. Es ist schon auch aus der Erfahrung so, dass an den ersten Tagen sich die Leute besonders aktiv um Alternativen bemühen. Ich hoffe nicht, dass es zu einer Entwicklung kommt wie seinerzeit bei der Staatsbrücke, wo dann nach 10 Tagen erst so richtig das Chaos losgegangen ist. Wir sind natürlich hier nicht blauäugig, sondern wir wissen natürlich, dass in den nächsten Tagen sich der Verkehr noch verändern wird. Es wird wahrscheinlich noch stärker werden, es wird zu Stauungen kommen, speziell an Tagen, wo viel Fremdenverkehr dabei ist, wird sicher hier zu Spitzenzeiten der Stau natürlich entsprechend groß sein. 2 Jahre werden die Arbeiten am Nellböck-Viadukt dauern. Dass der Verkehr jeden Tag so flüssig laufen wird wie an diesem Morgen, davon ist nicht auszugehen. Denn irgendwo müssen jene 23.000 Autos, die hier täglich durchgefahren sind, ja geblieben sein.